Hallo zusammen, ich habe eine absolute Schnäppchenwoche, was dekorative Kosmetik angeht, hinter mir. Und zwar in Sachen High-End-Kosmetik. Und ich wollte euch die Sachen, die ich ergattert habe, mal zeigen und sagen, wo ich die her habe. Und wollte euch auch sagen, was ich von den Sachen halte, die ich getestet habe. Und vielleicht habt ihr ja genauso viel Glück wie ich. Aber vorab will ich mit etwas ganz anderem anfangen. Nämlich habe ich mir was von Essence gekauft. Unbelievable, ich weiß. Und zwar ist ja diese Cute as Hell Limited Edition von Essence raus und die ist wirklich sehr süß von der Aufmachung her. Allerdings nicht ganz mein Ding, weil ich so knallige Augen-Make-ups nie trage. Und was ich aber auf jeden Fall kaufen musste, ganz klar, ist dieser super geile Nagellack von der Cute as Hell Collection. Und zwar ist das die Farbe Date Me, so ein total schöner, matter Flederton. Und solche Nagellacke liebe ich ja und trage ich ja total gerne. Den habe ich auch gerade drauf. Allerdings ist mir da schon an den Spitzen der Fingernägel abgesplittert. Und dieser Nagel hier ist ganz elegant abgebrochen. Und der hat keine 2 Euro gekostet. Also kann ich auch bloß absolut empfehlen, solche matten, lilanen Nagellacke, darauf habe ich schon so lange gewartet. Und der ist so eine perfekte Mischung zwischen dem P2 Nagellack Gracious und dem Ico Nagellack, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Lilac Polish vielleicht? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist das das absolute Mittelding von den zwei Nagellacken. Sehr schön. Dann habe ich noch einen Lidschatten von der Kollektion im gleichen Zuge mir gekauft. Wobei ich sagen muss, dass ich mir den nur gekauft habe, irgendwie wegen der Verpackung, total bescheuert. Weil wann schminke ich mich schon mal so? Total die süße Verpackung. Lila! Und das Muster ist auch total hübsch, was in den Lidschatten gedrückt ist. So Kleeblätter. Und ja, ich habe mir den Lidschatten, ich wollte den mir nur angucken, habe ihn in die Hand genommen. Und die Verpackung ist ja gummiert und fühlt sich total super an auf der Hand. Und da wollte ich ihn gar nicht mehr zurücktun und habe ihn direkt mitgekauft. Und kostet auch unter 2 Euro. Die Farbe ist eigentlich ganz hübsch. Ist auch so ein pastelliges Lila in Matt. Als ich den auf meinem Handrücken aufgetragen habe im Laden, war die Pigmentierung auch recht gut, musste ich sagen. Aber dann habe ich mich am gleichen Abend, also einmal habe ich den nur benutzt, am gleichen Abend mit diesem Lidschatten geschminkt. Und da konnte man, ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Hautfarbe, gar nichts erkennen von der Farbe. Und ich habe sogar noch eine Lidschattenbase in Lila verwendet und man konnte diesen hübschen Lidschatten leider nicht ausmachen. Deswegen bin ich sehr enttäuscht von der Qualität des Lidschattens. Ja, das ist mein erster und letzter Essence-Lidschatten, würde ich sagen. Aber der Nagellack ist geil. Der Nagellack ist geil. Kommen wir jetzt zu den Schnäppchen, die ich gemacht habe. Ich fange an mit Chanel. Und zwar gab es in unserer Stadt Parfümerie Pipa, falls ihr das kennt. Das ist auch so eine Drogerie wie Douglas. Gab es 50% Rabatt auf Chanel-Produkte. Zumindest auf ganz, ganz viele Lippenprodukte. Und da habe ich mir diese zwei schönen Sachen hier ausgesucht. Wobei ich sagen muss, dass ich die geschenkt gekriegt habe von meinem lieben Freund. Danke, 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 Baby. Und ja, ich habe mich für einen Lippenstift entschieden und für diesen tollen Lipgloss. Und ich fange mit dem Lippenstift an. Das ist die Farbe 56. Und ihr werdet euch sicherlich fragen, wie macht man den auf? Weil man sieht keinen Deckel. Hier oben ist dieses goldene Chanel-Zeichen, was so hübsch aussieht. Da drückt man drauf und dann kommt der Lippenstift raus. Juhu! Und das ist ein Pinkton und so sah der ganz gut aus. Und geswatcht sah die Farbe auch recht hübsch aus, aber ich habe festgestellt, dass mir diese Farbe überhaupt nicht steht. Weil das so ein ziemliches Barbie-Pink ist bei mir auf den Lippen. Ist mir zu grell, also steht mir gar nicht so gut. Und es hat auch so goldene Glitzerpartikelchen. Und ja, der kostet eigentlich, haltet euch fest, 28,50 Euro, glaube ich. Auf jeden Fall was um die 28 Euro. Und hat jetzt so um die 14 Euro gekostet nur. Und was ich aber gut finde, ist dieser Lipgloss. Und zwar ist das so eine schöne, ja, bärige Nuance, wie ich es immer nenne. Und zwar ist das der Lipgloss in der Farbe Nummer 46. Und der ist richtig schön. Der ist auch sehr gut pigmentiert. Also wenn ich den auftrage, sieht es so aus, als ob ich meinen Rouge Volupt
Lippenstift drauf habe mit einem Klargloss drüber. Also irgendwie zwei Produkte in einem für mich. Also der ist sehr gut und der steht meiner Hautfarbe auch. Also die zwei Sachen, 50% Rabatt, voll geil. Und der Lipgloss ist jetzt auch nicht schlecht oder so, riecht auch nicht ranzig. Die zwei Sachen sind übrigens geruchsneutral. Der Lipgloss hätte gekostet 24,50 Euro, glaube ich. Hat jetzt auch so um die 12 Euro gekostet nur. Und ja, auf jeden Fall sind die Sachen noch total gut und überhaupt nicht schlecht. Also kann man nicht ausmachen vom Geruch und von der Konsistenz her, dass die um sind. So, dann war ich ja bei TK Maxx. Ich habe mir so ein hübsches Kleid gekauft, was ihr auch in meinem Fashion-Einkaufsvideo sehen werdet. Und ja, da stand ich an der Kasse, wollte mal ein Kleid bezahlen. Und da waren da ein paar Lipglosse ausgestellt. Und ich habe mir die Lipglosse so angeguckt, als ich da stand, gelangweilt. Und habe so festgestellt, die sehen irgendwie aus wie Benefit-Lipglosse. Und dann habe ich genau hingeguckt. Und es waren Benefit-Lipglosse. Und ich habe meinen Augen nicht getraut. Gab es in diesem Marken-Discounter-Laden, wo ich nicht mal wusste, dass es da überhaupt Schminke gibt, da gab es dann reduzierte Benefit-Lipglosse. Und ich bin total abgegangen an der Kasse. Also der Verkäufer hat mich schon ganz fragend angeguckt, weil ich dann total aufgeregt alle Farbnuancen ausprobiert habe und mir angeguckt habe. Und es gab nur drei, habe ich dann festgestellt, nachdem ich jede Packung aufgerissen habe wie eine Furie. Ich habe mich entschieden für diesen schönen Lipgloss. Das ist ein Her Glossiness A-List Lipgloss in der Farbe, man höre, Didn't Hear It From Me. Voll die lustige Farbbeschreibung. Und das ist dieser geile Lipgloss, Leute. Ein Nude Lipgloss in hellrosa. Her Glossiness. Und den finde ich total, total schön. Und den habe ich heute auch drauf. Und der passt perfekt. Habt ihr gehört? Ne, jetzt macht er es nicht mehr. Boah. Der passt perfekt zu meinem Manhattan Nude Lipstick. Und der ist super cremig und gibt einen schönen Cremeglanz auf dem Lippen. Hat jetzt keine sonderlichen Glitzerpartikel. Wenn man genau hinguckt, sind da welche. Aber auf den Lippen sieht man keinen. Hat einen schönen Cremeglanz hinterher. Und der kostet normalerweise 17 Euro. Und der hat mich jetzt nur 7,99 Euro gekostet. Geil. Und deswegen musste ich mir gleich noch einen zweiten davon holen. Wann findet man schon reduzierte Benefit Lipgloss? Ich bitte euch. Dann gab es noch einen Klargloss. Konnte man vergessen, fand ich. Wozu ein Klargloss vom Benefit kaufen? Aber ich habe noch so einen Lipgloss hier ergattert. The Gloss. Das ist so ein Brillant-Lipgloss vom Benefit. Und zwar ist das genau das Gegenteil von diesem Nude-Lipgloss. Ein schöner, tiefer Rotton mit goldenen Glitzerpartikeln. Ein richtig glamouröser Lipgloss. Den habe ich jetzt noch nicht auf den Lippen ausprobiert. Werde ich aber am Freitag tragen zu meinem neuen Kleid. Denn am Freitag werden wir, warte, ich sage euch, ich erzähle euch das gleich, ich sage erstmal den Preis. Also 14 Euro normalerweise gekostet und habe mich jetzt auch 7,99 Euro gekostet. Schnäppchen! Total glücklich bin ich darüber. Ja, der Laden heißt TK Maxx oder auch TK Maxx. Ich weiß gar nicht, ob es das bei euch gibt, aber vielleicht gibt es den Laden ja bei euch irgendwo in der Nähe, in Lüdenscheid, falls euch das etwas sagt. Wenn ihr in der Nähe von Lüdenscheid wohnt, da gibt es so einen Laden. Und dann da an der Kasse gibt es reduzierte Benefit-Lipgloss. Also rennt und kauft euch. Ja, was ich euch erzählen wollte. Kennt ihr Krimi-Total-Spiele? Das ist so ein Krimi-Rollenspiel. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber man kriegt, man hat 8 Rollen zu verteilen und unter diesen 8 Rollen, weil es wurde eine ermordet, ist einer der Mörder. Und jeder kriegt eine Woche bevor das Spiel überhaupt beginnt, seine Rollenbeschreibung, wo drin steht, ob man der Mörder ist oder nicht. Und dann wird an besagten Abend, eine Woche später, dann gibt es spannende Diskussionsrunden, wer denn der Mörder ist und wer nicht. Und das Spannende daran ist, dass man sich halt eine andere Rolle spielt und sich verkleidet und dass jeder die Wahrheit sagen muss über seine eigene Geschichte und über seine eigenen Absichten, außer der Mörder, der darf lügen. Deswegen ist es schwer bis unmöglich, den Mörder zu finden. Und ich bin total süchtig nach so Krimi-Rollenspielen, weil das sowas von Spaß macht und so total lustig ist. Und ich spiele, also es spielt 1920 in Prag und ich spiele Magdalena Husova. Da war ja nichts Russisches. Ist halt in Tschechien, Prag.
Und ich spiele da so eine Besitzerin von einem Varieté, von einem Theater quasi. Und ich bin sehr theatralisch vom Stil her. Wohl alles andere ist dezent geschminkt, deswegen werde ich mir auch so knallrote Brillantlippen mit diesem Glas machen. Falls ihr Interesse an so Krimispielen habt, ich weiß nicht, kennt ihr sowas überhaupt? Total geil, also mit so einem, an so einem Abend werdet ihr richtig viel Spaß haben. Es sei denn, ihr werdet als Mörder entlarvt oder beschuldigt. Dann kann es unangenehm werden. Ja. So, dann hatte ich da, als ich dann diese Lipglosse gekauft habe, habe ich auch noch was anderes gekauft, nämlich so leckere, ja, Schlangen. Wie nennt man sowas überhaupt? Fruchtgummischlangen, die so ein bisschen salzig sind, so eine leckere, süße, weiße Füllung haben. Und diese roten, die mag ich jetzt überhaupt nicht. Die schmecken so komisch nach Kaugummi. Kaugummi kaue ich zwar gerne, aber esse ich nicht gerne. Aber diese Grünen sind total geil. Die schmecken total lecker nach Apfel. Und habe ich mir auch gekauft bei TK Maxx. Und ja, das war meine Schnäppchenwoche gewesen in Sachen Kosmetik. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!